Also, das Thema ist Patientenverfügung. Ich habe mir das Buch Patientenverfügung von der Verbraucherzentrale besorgt. Es gibt noch ein Vorsorgehandbuch, das ist 3 Euro teurer, 12,90 Euro. Finde ich ein bisschen besser. Hier sind so ein paar Sachen drin, die in dem nicht drin sind. Zum Beispiel eine Tabelle. Auf Seite 24 kann ich mal kurz in die Kamera halten. Mit der Tabelle wird klar, also mir ist da mit der Tabelle mehr klar geworden, was mit den 3 juristischen Instrumenten Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung gemeint ist. Ich bin der Meinung, dass allein für die Tabelle das Buch den Zehner wert ist. Ansonsten wäre das hier meine Empfehlung. Ich bin auf Seite 31 angekommen, Patientenverfügung. Mit einer Patientenverfügung legen Sie die medizinische Behandlung für den Fall fest, dass Sie nicht mehr selbst darüber entscheiden können. Oder Sie schließen eine bestimmte Handlung durch die Patientenverfügung aus. Ihre Patientenverfügung sollten Sie zudem mit einer Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung kombinieren. An der Stelle möchte ich sagen, das ist der Grund, warum ich dieses Buch so schlecht finde. Es wird wahnsinnig viel Werbung für die Vorsorgevollmacht gemacht. Das ist... Mir wird dabei schon schlecht. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Liebe Jungen und Mädchen aus Hülscheid, lasst die Finger von Vollmachten. Ein Leben mit starken körperlichen und geistigen Einschränkungen und der eigene Tod werden in unserer Gesellschaft nach wie vor häufig verdrängt. Befragt nach ihren Vorstellungen vom Sterben, sehen sich viele Menschen mit höchst unterschiedlichen Ängsten konfrontiert. Ich werde gerade ein bisschen verhaltensauffällig. So. Viele wünschen sich, dass es einfach ganz schnell geht. Manche befürchten, unnötig oder sogar leidvoll durch technische Maßnahmen der Apparatemedizin am Sterben gehindert zu werden. Andere sorgen sich, in ihrer letzten Lebensphase ihren Angehörigen zur Last zu fallen und von anderen abhängig zu sein. Manch einer hat Angst, als Sterbender zu medizinischen Forschungszwecken benutzt zu werden. Und dann hört das hier schon auf. Viele dieser Befürchtungen, bla bla bla. Ich glaube, manchen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie sterben. Und die haben Angst vorm Sterben. Ich habe auch Angst vorm Sterben. Und ich habe auch Angst vor falscher Pflege und Vernachlässigung. Gehört für mich in so eine Aufzählung mit rein. Finde ich ganz schwach hier von der Verbraucherzentrale. So. Deshalb mag ich das Buch hier nicht so. Da sind Texte drin, die sind so dermaßen fraglich, wenn man sich die Realität anguckt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele dieser Befürchtungen beruhen auf Unwissen bezüglich des Sterbens oder auf falscher Einschätzung medizinischer Möglichkeiten. Während noch vor einigen Jahrzehnten sterbende Patienten aus stationärer Krankenhausbehandlung entlassen und von ihren Angehörigen nach Hause geholt wurden, sterben heute 3/4 aller Deutschen in stationären Einrichtungen, vor allem in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Ich habe das zum Glück auch anders erlebt.
Immer weniger erfahren wir so Krankheit, Sterben und Tod als Teil unseres Lebens. Gleichzeitig ist es immer mehr Menschen wichtig, selbstbestimmt über Leben zu entscheiden, und zwar auch dann, wenn dieses Leben dem Ende zugeht oder ihnen aufgrund von Schmerzen oder Einschränkungen nicht mehr sinnvoll erscheint. Okay. Zu gut Deutsch, wenn man sich selbst umbringen will. Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, dass nach einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2015 38% der Befragten sich vorstellen können, das eigene Leben bei schweren Erkrankungen trotz guter Palliativversorgung vorzeitig zu beenden. Okay, ich gehöre nicht dazu. Die überwiegende Zahl der Menschen stirbt nach einer mehr oder minder langen medizinischen Behandlung bei chronischer Erkrankung. Der medizinische Fortschritt macht es möglich, dass vielen Menschen mit Krankheit oder Verletzung, die früher in kurzer Zeit zum Tode führten, geholfen werden kann. Allerdings kann sich damit auch die Grenze verschieben, an der sich die Frage nach einem Leben und Sterben in Würde stellt. Was bedeutet es für eine krebskranke Frau, nicht innerhalb von 6 Wochen, sondern erst nach einem Jahr an ihrer Krankheit zu sterben? Kann ihr so ermöglicht werden, schmerzfrei und bei voll erhaltenen geistigen Fähigkeiten ihre persönlichen Dinge zu regeln und würdevoll Abschied von ihren Angehörigen zu nehmen? Das wäre mir zum Beispiel wichtig, dass ich würdevoll Abschied nehmen kann. Und meine persönlichen Dinge regeln kann. Deshalb möchte ich möglichst zurückgeholt werden, wenn ich zum Beispiel im Koma liege, selbst wenn das gesundheitsgefährdend für mich ist. Und die Ärzte der Meinung sind, es ist besser, wenn der da noch ein bisschen rumliegt und die Döppen, also die Augen, nicht aufmacht. So. Ich möchte auch selbstbestimmt über meine Behandlung entscheiden. Ich will nicht so sehr, dass andere gefragt werden. Deshalb sollte man mich da in die Lage versetzen, selbst wenn das heißt, dass ich dann irgendwann einen Herzinfarkt bekomme und dann, ja. Der selbstbestimmte Herztod. Ach ja. Für einen jungen Mann mag es nach einem Unfall, nach anfänglichem Hadern mit dem Schicksal, Glück bedeuten, wenn er wiederbelebt wurde und durch intensive menschliche Begegnungen und Entwicklung neuer Interessen an ein erfülltes Leben im Rollstuhl führen kann. Aber wie ist es zu bewerten, wenn er anschließend dauerhaft bewusstlos bleibt? Mit diesen und ähnlichen Fragen, auf die sich keine allgemeingültigen Antworten finden lassen, sind Menschen, ihre Angehörigen und die behandelnden Ärzte immer wieder konfrontiert. Okay. 3 Leute sind konfrontiert. Gruppen, Menschen, Angehörige. Niemand mag sich vorstellen, unerträglich leiden zu müssen. Andererseits können Werte, die einem gesunden, geistig regen Menschen viel gegolten haben, bei schwerer Krankheit und im Sterben überholt sein. Ja. Das war's für heute. Es geht weiter mit Patientenwille als Maßstab aller Entscheidungen? So.
Und dazu gibt es dann auch gesetzliche Grundlagen. Und das ist der Paragraf 630d BGB. Ich gucke mir den auch an. Ich habe mir extra ein BGB besorgt, ein aktuelles. Von Walhalla. Tschüss.